Da ist er wieder, eure Katrin mit sensationellen News für euch. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Video auf YouTube gesehen mit den Neuheiten für 2018, was Schleich angeht. Und es ist der absolute Knaller, was Schleich dann nächstes Jahr so abliefert. Schleich ist ja dafür bekannt, dass die Figuren meistens eine sehr merkwürdige Pose aufweisen, wenig akkurat sind, wissenschaftlich akkurat, viel zu bunt und ja, allgemein nicht sehr beliebt sind bei erwachsenen Sammlern. Doch nächstes Jahr hauen die echt auf den Putz, was ihre Neuheiten angeht. Ihr seht hier auf den ersten Blick schon mal ein bekanntes Therizinosaurus-Modell, von dem ich mir ehrlich gesagt auch eine Neuauflage gewünscht hätte, denn bei dem stimmt so ziemlich gar nichts. Bis auf die langen Sichelkrallen vielleicht. Dieser Therizinosaurus ist halt ein Repaint 2018, ne? Kommt in einem schlichten Grau daher, in verschiedenen Grautönen, mit ein bisschen Rot dazwischen. Soweit man das hier auf diesem Bild erkennen kann. Und allgemein sind die Neuheiten für 2018 farblich gesehen wenig kreativ umgesetzt. Also da wurde teilweise echt gespart. Aber die Modelle selber sind derart sensationell. Und da kommen wir mal jetzt noch da drauf. Also das war also erstmal der Therizinosaurus, das Repaint für 2018. Dann gibt es im nächsten Jahr einen neuen Triceratops, der dem Jurassic Park Triceratops doch enorm ähnlich sieht, wie ich finde. Schade nur, dass auch er hier so einen Kranz aus Dornen an seinem Nackenschild bekommen hat, wobei ja heute bekannt ist, dass die erwachsenen Triceratops das nicht mehr hatten. Das hatte sich doch weit zurückgebildet. Und was ich noch spannender gefunden hätte, wenn es eine regelrechte Familie von Triceratops geben würde, mit den einzelnen Entwicklungsstadien bis hin zum erwachsenen Tier. Das wäre nochmal interessant, dass man das mal so sieht, wie sich der Triceratops eigentlich entwickelt hat. Auch die Hörner und so weiter, die waren nicht von Anfang an gleich nach vorne gebogen, sondern bogen sich erst im Laufe seiner Entwicklung weiter. Ja, im Laufe des Älterwerdens nach vorne. Unglaublich, was dieses Tier an Veränderungen in seinem Leben dann durchgemacht hat, bis er denn so aussah, wie er denn letztendlich aussah. Ja, also das ist der Triceratops in einem Grau-Braun gehalten, sehr, sehr schlicht, mit ein bisschen Rot hier abgesetzt. Finde ich aber dennoch sehr interessant, ein spannendes Modell. Weiter zum nächsten Exemplar und jetzt kommt doch der Hammer, nicht? Also Schleich bringt zum ersten Mal einen Gorgonopsiden auf den Markt und der ist doch gleich mal der Kracher. Farblich gesehen eher nicht so der Brüller, aber die Pose, das offene Maul und so weiter, überhaupt wie das ganze Modell aussieht, wow, einfach nur sensationell. Er ist in einem schlichten Beige-Braun gehalten mit ein paar Streifen drauf. Die Unterkiefer sollen bei sämtlichen Modellen nicht beweglich sein, außer natürlich schon bei dem bekannten Therizinosaurus. Aber bei den neueren eher weniger. Also der hat einen starren Kiefer, finde ich aber auch nicht schlecht. Ist nicht verkehrt, ne? Ja, das ist der sogenannte Dino Gorgon. Unglaubliches Modell. Also ich bin echt gespannt, den vor mir zu haben. Ja, ich habe noch keine Maße vorliegen, wie groß dieses Modell sein wird. Aber ich hoffe, er ist nicht zu klein. Dann das nächste Exemplar. Wow. Auch neu bei den Schleichfiguren, bei den Schleichdinos, ein Oviraptor wird es geben. Wirklich sensationelles Modellchen. Absolut sensationell. Wenn auch sehr schlicht in seiner Farbe, also ist wirklich in einem Grau gehalten, wobei ich hier noch glauben würde, dass das die Gussmasse sogar noch ist, die überhaupt nicht farblich noch abgesetzt wurde, hat ein bisschen Blau von Hinterkopf an bis ein bisschen über den Rücken, also ein Türkisblau und das war es im Prinzip schon. Schade eigentlich, weil dieses Exemplar mit einem ausgefeilten Farbschema, das wäre sensationell, das wäre echt nochmal der Knaller. Aber ansonsten, voll befiederte Arme, die Arme mal in korrekter Haltung, was ja auch bei Schleichfiguren nicht unbedingt typisch ist, ja, oder gerne mal falsch dargestellt wird, die Pose allgemein, wow, und er sieht sowas von plüschig aus, das erinnert sehr stark an Straußengefieder. Wow, also ich weiß schon jetzt, den werde ich mir auch zweimal holen und auf jeden Fall einen Repaint davon machen und die Flügel richtig schön bemalen und so weiter und dann, wow, so wie ich mir das gerade vorstelle, ihn dann umsetzen. Meine Güte, also dieser Oviraptor ist echt der Burner, ne? Also Schleich, top. Das ist echt eine Granate. Als nächste Sensation
Psittacosaurus, ein Psittacosaurus-Modell, ja, so nach den neuesten Erkenntnissen, bis auf die Farbe seiner Haut, die ist hier in einem ja, schlichten Grün gehalten, in einem Farngrün. Und bei diesem Modell hätte ich mir schon gewünscht, dass man hier auch die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Farbschema mit eingesetzt hätte bei diesem Modell, ja, wenn man das hier mit angebracht hätte. Aber gut, er ist nun grün und man kann ihn sich umbemalen, wie man gerne möchte. Und überhaupt diese ganzen anatomischen Details, ne? Die Schenkelchen, die Waden, die Gelenke und so weiter. Mann, sieht das toll aus. Der Kopf mit aufgerissenem Schnabel, eckig und kantig und zackig und spitz und keine Ahnung was, ja, auf allen Vieren gezeigt. Wow, sensationell, sensationell, einfach nur sensationell. Ich bin begeistert für meinen Teil und das kommt bei Schleichern nicht oft vor. Dieser Psittacosaurus hier ist ebenfalls eine riesige Überraschung für mich und sieht überhaupt nicht aus wie ein typisches Schleichmodell, sofern ich das hier auf den Bildern erkenne, sondern erinnert mehr an die Modelle von Safari, muss ich sagen. Was die Gestaltung der Haut angeht, die Pose, Körper und so weiter, die ganzen anatomischen Details und so, erinnern mich doch sehr stark an Safari-Modelle und weniger an Schleich. Aber ich bin gespannt, bis ich das Modell irgendwann mal auf meinem Tisch hier habe und mir das Figürchen näher angucken kann. Doch jetzt kommen wir zur allergrößten Überraschung, die Schleich nächstes Jahr zu bieten hat. Und ich muss gestehen, von diesem Dino hatte ich vorher auch noch nichts gehört. Und zwar der Tawa. Tada! Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, die Stellung der Arme korrekt. Ja, vielleicht hatte der sogar auch Federn gehabt und so, sieht für mich nach einem sehr frühen Exemplar aus. Auch hier die Gestaltung der Haut und so weiter erinnert mich sehr, sehr stark an Safari-Modelle, die Machart der Beine und so weiter, bis auf die Füße, die hier überdimensioniert dargestellt ist, was wiederum typisch ist für die Schleichfiguren. Pluspunkt aber ist, dass die Standfestigkeit sich dadurch sehr erhöht. Ne? Also diese Figürchen kippen dann halt nicht so leicht um, auch wenn es erstmal komisch wirkt mit diesen überdimensionierten Füßen. Aber dieser Tawa ist die absolute Überraschung des Jahres 2018 von Schleich. Das ist meine Meinung dazu. Ja, wie das Modellchen schon aussieht, auch wenn es in einem sehr, sehr schlichten Erdbraun gezeigt ist, mit ein paar Protofedern da hinten noch am Schwanz und so weiter und vielleicht noch oben am Hinterkopf den Hals herunter. Und sonst wird es eher nur mit lederner Haut gezeigt. Also auch nicht typisch für Schleich, was ich hier sehe, überhaupt nicht typisch für Schleich und wüsste ich nicht, dass es ein Schleichmodell ist, hätte ich angenommen, das sei ein Safari-Modell für nächstes Jahr. Nur die Füße hätten mich ein bisschen stutzig gemacht, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, unglaublich, dieser Tawa, ja, unglaublich, sensationell schönes Modell, auch hier wird der Kiefer nicht beweglich sein, nehme ich an. Aber auch das hat so seinen Reiz, es muss nicht immer alles beweglich sein an den Modellen, ja, weil, mein Gott, die sehen auch so schön aus. Wirklich sehr interessant. Tja, ihr Lieben, was meint ihr zu all diesen Modellen für 2018 von Schleich? Also Schleich, ja? Wow. Vielleicht haben sich die Leute von Schleich auch endlich mal die Kritik der erwachsenen Sammler zu Herzen genommen und mal was Anständiges auf den Markt gebracht, wo sich sogar der Katrin freut, nicht? Also ihr Lieben, eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von den 2018er Schleich-Dino-Neuheiten? Was meint ihr dazu zu den einzelnen Modellen? Was hättet ihr euch gewünscht? Welche Farbkonzepte hättet ihr euch noch gewünscht für die einzelnen Exemplare? Ja, ich gehe mal nochmal zurück hier. Nochmal der Psittacosaurus. Nochmal der Oviraptor, sensationelles Modell. Meine Güte, auf den freue ich mich. Hoffentlich ist der nicht zu klein. Der Dino Gorgon, unglaublich, ein neuer, wunderschöner Triceratops. Und halt das Therizinosaurus Repaint. Wahnsinn, Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Ja, Lieben, ich klicke mich dann erstmal wieder aus. Ja, ihr wisst erstmal, was ihr zu tun habt. Haut in die Tasten, teilt mir eure Meinung mit. Was denkt ihr zu diesen Wahnsinnsneuheiten? Bis dann, ihr Lieben. Und bye, eure Katrin.